Jetzt weiß ich gerade, wenn ich heute nicht zurückgerufen habe. Wenn ich nicht zurückgerufen habe. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich glaube, wir haben heute Rekordanmeldung. Hat es noch nie gegeben. Ich nehme mal an, dass es nicht am November liegt, sondern am Vortragenden und am Thema natürlich, was beides ganz gut zusammenpasst. Der Vortragende ist wahrscheinlich der Mann, der in Österreich am öftesten mit dem Vornamen angesprochen wird, weil sie mit dem Nachnamen die meisten relativ schwer tun. Ich habe ihn auch jetzt falsch ausgesprochen, habe ich gelernt. So lernfähig bin ich in meinem Alter auch nicht mehr, aber ich hoffe, dass ich es jetzt richtig hinkriege. Rahim Tarizadegan, weil das GH nicht existiert, wie ich gerade erfahren habe, und das so ausgesprochen wird. Er ist Ihnen wahrscheinlich allen bekannt, aber ich sage es nur trotzdem noch einmal. Er nennt sich selbst den letzten Vertreter der österreichischen Schule der Ökonomik in direkter Tradition. In indirekter Tradition gibt es vielleicht noch ein paar andere, aber auch da sind es nicht sehr viele, muss man sagen. Er ist Ökonom, Publizist mit persischen Wurzeln, wie der Name schon sagt, hat neben Wirtschaftswissenschaften Physik und Soziologie studiert, also auch was Gescheites. Sie können es jetzt aussuchen, was von den drei wirklich was Gescheites ist. Er leitet das Scholarium in Wien, das existiert mittlerweile seit 12 Jahren, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aus meiner Sicht eine wirklich bemerkenswerte Institution, weil es eine kleine, rein private Bildungsinstitution ist, wo sehr tiefgehend gedacht wird, und das ist in Österreich ja eher eine Seltenheit, dass man tiefgehend denkt, die sehr stark auch nach innen wirkt, aber auch wirklich viele interessante Sachen hervorbringt, Diskussionen anregt und interessante Publikationen immer wieder herausbringt. Die aktuellste ist die von ihm persönlich als Autor, Geld her oder es kracht. Der Verleger ist, glaube ich, auch da, habe ich zuerst gerade gesehen, von den Leitkamp-Streitschriften. Ich weiß nicht, wer es schon gelesen hat. Aber abgesehen von seiner Autorentätigkeit hat er Lehraufträge, unter anderem an der Universität Liechtenstein und der Universität Halle und der WU Wien, was natürlich eine Besonderheit ist, vor allem wenn man die Bezeichnung sieht als letzter Vertreter der österreichischen Schule der Ökonomik in direkter Tradition. Er gilt als Haig-Schüler, auch das kann man sagen. Er gilt nicht nur als Haig-Schüler, sondern auch als Schüler von Roland Bader, der wiederum ein Haig-Schüler war, und von Hans-Hermann Hoppe. Hans-Hermann Hoppe ist eigentlich normalerweise, wenn man das erwähnt, dann ist man aus allen Zirkeln ausgeladen. Dann sprechen sie eigentlich niemand mehr, außer vor sehr kleinen Runden, da können sie noch über Hans-Hermann Hoppe reden und dann über Demokratie, Gott, der keiner ist, war damals, glaube ich, das Buch, das so viel Aufsehen erregt hat. Wir sind ja sehr offen in der Agenda Austria, wie man weiß, das Gesprächspartner betrifft, und freuen uns sehr, dass wir heute Rahim Tarizadegan bei uns haben und von ihm erfahren, warum die Nullzinsfalle eine Falle ist, ein Problem ist, und ob es daraus einen Kommen gibt, und wenn ja, wie das aussieht, wird er uns in den nächsten 30 Minuten näher bringen. Bitte sehr. Vielen Dank. Vielen Dank. Schönen guten Abend. Ich bin geehrt, dass Sie da sind. Ich habe natürlich die Vermutung, dass Ihnen zu viel versprochen wurde, dass so viele Leute hier sind. Sie erwarten sich wahrscheinlich als tatsächlich Auswege aus der Nullzinsfalle. Und was Zentralbanker und Vortragende gemeinsam haben, man sollte ein bisschen Erwartungsmanagement machen. Also es ist besser, mit der Enttäuschung zu beginnen. Ich werde also ein bisschen um den heißen Brei rumreden, und dann werden Sie feststellen, dass das also nicht so einfach ist mit dem Ausweg. Also ich werde Sie ein bisschen reinplumpsen lassen in diesen heißen Brei, und dann kann ich eigentlich nur noch gewinnen im Zuge meines Vortrags. Also fangen wir mal bei dieser Enttäuschung an, dass ich eine Prämisse nicht teile, die vielleicht, und das mag der Gastgeber verzeihen, auch für die Politikbeeinflussung nicht so unwesentlich ist. Nämlich die Prämisse, dass Auswege der Politik oder für die Politik und Auswege für die Gesellschaft und individuelle Auswege irgendwie einen überlappenden Bereich bilden, den man in genialer Einsicht ermitteln könnte. Diese Prämisse teile ich leider nicht.
Ich befürchte oder habe den Eindruck, dass sehr oft individuelle Auswege, natürlich politischen Auswegen, zuwiderlaufen, dass das Gesellschaftliche nicht bloß ein harmonisches oder selten ein harmonisches Zusammenspielen von individuellen Wegen und Lebenswegen ist, sondern es sehr oft um Interessenskonflikte geht und dass es in der Tat eher diese ökonomische Antwort gibt. Man hat mit Trade-offs zu tun, nicht immer auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite. Sie kennen das Wehklagen über die Ökonomen, wo man sich dann gern die einarmigen Ökonomen wünscht, dass sie mal also Klartext sagen. Ich werde versuchen, ein bisschen mehr Klartext zu geben, aber das wird jetzt natürlich die Auswege relativieren. Aber zunächst die Frage, warum überhaupt Auswege? Und fangen wir also da an, wo vielleicht die Übereinstimmung am größten ist. Dass in der Tat, und das denke ich, würden auch Zentralbanker zugestehen, da im grundsätzlichen Modell der Geldpolitik es einen gewissen Leerlauf zu geben scheint. Und was das grundsätzliche Modell, dass also die Zentralbank eine Art makroökonomisches Liquiditätsmanagement macht, um zu vermeiden, dass Dominoeffekte entstehen, wenn also Menschen Zweifel an der Liquidität haben, an der Bewertung von Assets haben, dann nicht so eine Kaskade auslösen. Deswegen sollte die Zentralbank in solchen Fällen Liquidität zur Verfügung stellen. Woran erkennt sie das? Ihre wichtigste Messgröße ist die Teuerungsrate. Diese Teuerung soll also irgendwie einen Hinweis darüber geben, inwiefern Geldmenge in der Realwirtschaft ankommt und damit ein Indikator sein. Und das wichtigste Mittel dieses Liquiditätsmanagements ist der Leitzins, den also unterschiedliche Zentralbanken ein bisschen unterschiedlich handhaben. Aber so grundsätzlich hatten wir also ein Muster, Leitzinssenkung in Phasen mangelndes Ankommens von Liquidität in der Realwirtschaft. Und das stottert, dieser Mechanismus stottert. Wir sind im Euroraum im Nullzins angelangt und es ist nicht sichtbar, dass eine offensichtliche Belebung der Realwirtschaft in einem solchen Ausmaß stattfindet, dass die Zentralbank jetzt das tun kann, was sie tun sollte, nämlich Liquidität wieder herauszuholen aus dem System und sukzessive wieder einen Leitzins in irgendwie vernünftigere Dimensionen zu bewegen. Ist das grundsätzlich eine Problematik und warum gibt es diese Falle, die man Nullzinsfalle nennen könnte? Das hängt jetzt natürlich ein bisschen an Interpretationen und da nimmt dann die Einigkeit schon sukzessive ab. Man könnte natürlich sagen, naja, besondere Zeiten erfordern vielleicht besondere Maßnahmen und es ist ja jetzt keine in Stein gemeißelte Schwelle, dass ein Zins bei Null Ende einer solchen Intervention sein soll. Es würde also in Richtung Negativzins gehen oder, worauf die Zentralbanken eher zurückgegriffen haben, die außergewöhnlichen Maßnahmen des Quantitative Easings, was letztlich bedeutet, direkt Liquidität in die Märkte zu schaffen durch Aufkauf von Assets, die unter Druck geraten. Als Vertreter der österreichischen Schule sehe ich eine weitergehende Problematik und die kann man vielleicht festmachen an der Definition dessen, was eine Marktwirtschaft sein soll, durch Ludwig von Mises. Ludwig von Mises ist zentral für eine Marktwirtschaft die Konsumentensouveränität. Das bedeutet, dass die Produktionsstruktur den Präferenzen der Konsumenten entspricht. Konsumenten sind aber natürlich auch Sparer, weil es ja also Konsument ist, also jeder von uns, der eine Entscheidung darüber fällt, wie sein Einkommen auszugeben ist. Und Ludwig von Mises spricht von einer Demokratie der Cents, wo also jeder Cent ein Wahlzettel oder Stimmzettel darstellt, der über die Produktionsstruktur bestimmen sollte. Wenn sich diese Stimmzettel natürlich also nicht mehr daran orientieren, an individuellen Konsum- oder Sparentscheidungen, sondern an politischen oder geldpolitischen Prozessen hängen, dann stellt sich natürlich die Frage, inwiefern diese Produktionsstruktur noch den Präferenzen der Menschen entspricht. Und was wäre das Problem, wenn eine Produktionsstruktur nicht mehr diesen Präferenzen der Konsumenten entspricht? Etwas, was die Vertreter der Österreichischen Schule eine Verzerrung der Wirtschaftsstruktur nennen, mit nicht besonders positiven Folgen, nämlich das nicht mehr Übereinstimmen der Pläne.
was entsprechend Gegenreaktionen hervorrufen könnte, was Aufdeckungen hervorrufen könnte, die das Deutsch eigentlich ganz gut als Enttäuschung bezeichnet. Enttäuschung meint ja auch, dass eine Täuschung aufgelöst wird und dass hier eigentlich der Schlüssel für das zyklenartige Blasen- und Korrekturverhalten zu suchen ist, genau in diesen Verzerrungen der Wirtschaftsstruktur. Und dann kommen wir vielleicht sogar zur Fragestellung, wie ein Negativzins überhaupt denkbar wäre. Also fast alle, ich glaube, alle ökonomischen Schulen hätten also lange vorhergesagt, das ist gar nicht möglich. Eine Außergewöhnlichkeit. Nun sehen wir schon relativ lange reale Negativzinsen. Und eine Möglichkeit, das zu interpretieren, ist natürlich die, dass, wenn Sie nach der österreichischen Schule gehen und Kapital als Struktur sehen und nicht bloß als quantitative Anhäufung von Geld oder wie auch immer gearteten digitalen Werten, sich immer ein Gesetz zeigt, nämlich das Gesetz der abnehmenden Grenzerträge. Wenn Sie also Geld investieren in ein Unternehmen oder die Aufgabe haben, aus viel Geld, mehr Geld zu machen, werden Sie feststellen, wie schon Aristoteles, das ist gar nicht so einfach und gar nicht so selbstverständlich. Es ist viel einfacher, aus viel Geld weniger Geld zu machen, als Geld zu vermehren. Sie müssen es in irgendeiner Form ausgeben. Und Geld ist natürlich nur eine Zutat. Also stellen wir uns vor, Sie haben als kleiner Händler über 50.000 Euro Einkäufe und haben dann Erlöse von 100.000 Euro und jemand sagt Ihnen jetzt, na, ich gebe dir noch 10.000 dazu. Sagen Sie vielleicht, ja, ich habe jetzt eigentlich schon meine Kundschaft erreicht, na, da muss ich noch 5.000 Euro vielleicht in Marketing investieren und dann kann ich vielleicht 20.000 Erlös noch produzieren. Und Sie werden so ein Muster erkennen, dass auch Geld natürlich sinkende Grenzerträge zeigt, wenn sonst die anderen Faktoren in diesen Kapitalkombinationen nicht erweitert werden, was nicht selbstverständlich ist, weil es ja zum großen Teil hier um geistige Kompetenzen und Entscheidungen geht. Und dann könnte es natürlich potenziell einen Punkt geben, wo Sie feststellen, bei einem Einzelunternehmen ist das einfacher zu sehen, wenn Sie da immer mehr Geld hineinpumpen, dass die erwarteten Renditen negativ werden. Weil es natürlich wahrscheinlicher ist, dass wenn Sie diesem kleinen Händler jetzt eine Million geben, dass da vielleicht, wenn Sie Glück haben, hat er die Million aufbewahrt und Sie kriegen die Million wieder in Cash oder sonst wie. Wahrscheinlicher wird er auf Ihren Druck versucht haben, irgendwas zu machen damit und es wird weniger rauskommen als die Million, das heißt negative Rendite. Wenn jetzt die Wirtschaftsstruktur als solche im Schnitt negative Renditen zeigen sollte, das könnte also irgendein Hinweis auf einen Negativzins sein, sehr unplausibel, aber nicht ganz ausgeschlossen, aber doch ein Symptom absoluter Verzerrung der Wirtschaftsstruktur. Das bedeutet ja nichts anderes, dass im Schnitt Unternehmer mehr Wert vernichten, als sie schaffen. Und wie könnte das überhaupt sein? Naja, nur dann, wenn sie vorübergehend sich in Illusion über Renditen befinden, die dann aufgedeckt werden. Zum Beispiel, Sie gehen davon aus, dass Sie wunderbare 5% Rendite haben in unserer heutigen Zeit, also fantastisch, genial, aber Sie preisen nicht ein, dass diese Rendite ungewiss ist. Sie haben zum Beispiel ein Nachrangdarlehen in einer hochriskanten Unternehmung, und der Erwartungswert wäre natürlich negativ, wenn Sie das also tatsächlich berücksichtigen würden. Und könnte also ein Hinweis sein, dass Sie da Risiken eingehen, die Sie nicht voll erfasst haben und schon ein Hinweis auf eine gewisse Illusion über die Wirtschaftsstruktur sein und womöglich aufbauend auf dieser falschen Prämisse, die sich in vielen ökonomischen Traditionen, aber eben nicht in der Tradition, der ich mich zurechne, findet, Kapital als tatsächlich etwas anzusehen, das per Liquiditätsentscheide vergrößert werden kann, wo es im Wesentlichen also um Geldmengen geht, die sich auch natürlich für Umverteilungsfragen eignen und Kapital nicht als diese Struktur sehen, die im Wesentlichen ein ständiges Versuchen von Unternehmern ist, diese Ungewissheit künftiger Präferenzen von Konsumenten und Sparern zu antizipieren und daraufhin diese knappen Produktionsfaktoren anzuordnen und damit umzugehen. Wenn Sie jetzt also feststellen als Zentralbank, dass also Ihre Stellschraube des Leitzins hier schon erschöpft ist, dieses Pulver verschossen ist, naja, gehen Sie weiter mit dem Negativzins, also die Hoffnung, dass wenn jetzt tatsächlich die meisten Wirtschaftsakteure diese Einschätzung haben, sagen, also lieber gar nichts investieren, weil potenziell
durchschnittlich negative Renditen oder Risiko ist mir zu hoch, dann gehen Sie also mit dem Schwundgeldansatz, den schon ein Gesell hatte, ran und sagen sich, naja, dann macht man es eben unattraktiv, das Geld zu halten und dann hat man also potenziell wieder einen relativen Unterschied, der Sie bewegen soll, etwas Besseres zu tun, weil ja grundsätzlich die technokratische Perspektive immer die ist, dass die Menschen dumm und irrational sind und Fehler machen, wenn sie über ihr eigenes Geld entscheiden können. Das Problem des Negativzinses ist ein Problem des nominellen Negativzinses. Warum sind wir da noch nicht? Weil ich ihn für eine psychologische Schwelle halte. Einfach die, wo auch der Dümmste irgendwie realisiert, Moment mal, da werden meine Ersparnisse angetastet und es einen relativ einfachen Weg gibt, keinen kostenlosen Weg, aber einfachen Weg, Sie ziehen Ihre Ersparnisse ab von den Banken und legen sie in Cash an, was tatsächlich schon passiert, also Unternehmer in der Schweiz beginnen schon ihre 1000-Franken-Scheine in Tresoren zu horten und zu halten und jetzt ist man sich nicht ganz einig, wie groß diese Problematik ist. Ich halte sie psychologisch für gewichtig, weil sie natürlich also wieder ein Ausdruck eines Misstrauens ist in die Zentralbankpolitik und damit dieses potenzielle Dominoeffekt in Gang setzt, die eigentlich man verhindern möchte durch die Zentralbankpolitik und so, das ist so das Grundproblem. Deswegen kann man eigentlich relativ oft sagen, Geldpolitik ist das Problem, für dessen Lösung sie sich ausgibt. Denn sobald Zentralbankpolitik antizipierbar wird, hat sie sehr oft paradoxe Effekte. Sie möchte also sie eigentlich dazu bewegen, ihr Geld in die Realwirtschaft zu stecken. Aber wenn sie das antizipieren, diese Geldpolitik, führt es natürlich genau dazu, dass sie versuchen, das möglichst in Finanzassets einmal so zu verschieben und erst recht wieder genau in diese Assets, die natürlich korrelieren mit der Ausweitung der Geldmenge und diesem Effekt also eigentlich zuwidergehen in ihrem individuellen Anpassungsverhalten auf die Zentralbankpolitik. Was ist eine einfache Möglichkeit, diesem Negativzinseffekt nachzugehen? Einfach nur aus Sicht der Technokraten, dass sie natürlich in Richtung einer Belastung oder eines Verbots des Bargeldes gehen. Es gibt also schon Papers dazu, wie das potenziell aussehen könnte, dass sie da also so Strafaufschläge haben, durch also Zwangskurse potenziell. Ich vermute, dass das also nicht der nächstliegende Weg ist, weil also da eben diese psychologischen und dieses Erwartungsmanagement, die psychologischen Effekte überwiegt und das also doch zu einer klaren öffentlichen Debatte führen würde. In Österreich, in Deutschland haben wir doch noch gewichtige Stimmen für das Bargeld. Das also plausibler ist, hier einerseits, was ja ohnehin passiert, den Weg dieser außergewöhnlichen Zentralbankpolitik, nämlich zur normalen Zentralbankpolitik, wurde weiterzugehen. Aber auch hier sieht man natürlich, dass die Effekte eigentlich verpuffen. Die wenigsten bekommen überhaupt mit, was hier abläuft. Also dass vor etwas mehr als einem Monat da plötzlich wieder 400 Milliarden Dollar in die Repo-Märkte geschoben wurden, ist natürlich jetzt den wenigsten ein Begriff und irgendwie relevant und nachvollziehbar, was da läuft. Das ist also dieses New Normal der außergewöhnlichen Zentralbankpolitik. Der nächste Schritt, und das wird natürlich diskutiert, ist hier also problematisch zu sehen und kreativere Wege, sich zu überlegen, wie diese geschaffte Liquidität jetzt unter Umgehung der versagenden Individuen, Unternehmen und Banken in die Realwirtschaft gelangen könnte. Und da sind wir beim Gedanken des Helikoptergelds, den schon also der Chefvolkswirt der EZB für interessant befunden hat. Und das ist eine alte und relativ einfache Idee, die natürlich bedeutet, dass die von der Zentralbank geschaffene Liquidität direkt entweder an den Staat oder an Bürger geht. Wenn sie an Bürger geht, dann könnte man sich das so vorstellen, wie sie haben ein Wallet bei der Zentralbank, das nennt man also heute so im digitalen Bereich, und die Zentralbank bucht Ihnen da dann jedes Monat 2000 Zentralbank-Euro drauf, das wäre also tatsächlich Zentralbankgeld. Das klingt also jetzt mal sehr angenehm und populär. Ich bin nicht so gewiss, dass das der realistischste Ausweg ist, weil man dann relativ schnell etwas antizipieren kann als Ökonom, dass es immer dieses individuelle Verhalten, das diesen politischen Interventionen zuwiderläuft. Was bedeutet das individuelle Verhalten? Was werden wir da beobachten? Naja, eine Gruppe von Menschen, für die ändert das das Konsumverhalten.
aber man kann ungefähr antizipieren, in welcher Art von Gütern sich das niederschlagen wird. Wir werden also wahrscheinlich eine starke Teuerung von Plasmafernsehern, Kreuzfahrtreisen und Ähnliches wahrnehmen. Und das können Sie antizipieren. Wenn Sie das antizipieren, dann sage ich Ihnen vorher, dass Sie da gute Anlageerfolge erzielen könnten. Aber damit machen Sie das natürlich zunichte, die bösen Spekulanten immer und Ähnliches. Das ist natürlich nicht die Intention, dass da die Reichen wieder reicher werden, aber fast immer die paradoxe Folge dieser Interventionen. Der andere Teil der Bevölkerung, der wird das nicht konsumieren, weil das macht jetzt für die einen oder anderen von Ihnen vielleicht keinen Unterschied, ob Sie 2.000 Euro mehr haben, aber allein diese Wahrnehmung, dass das passiert, also dass Zentralbankgeld jetzt direkt zu Ihnen kommt, wird Sie dazu bewegen, also bei mir wäre das so, dass ich relativ schnell diese 2.000 Euro in meiner Fintech-App schiebe in eine andere Währung, die dieses Verhalten nicht zeigt, denn man möchte sich ja relativ gut stellen, also man muss kein großer Ökonom sein, um diese geniale Anlageeinsicht zu haben, dass Sie möglichst schnell diese 2.000 Euro überschieben in andere Assets, die hoffentlich nicht korrelieren mit der EZB-Politik. Das sind natürlich andere Währungen. Was heißt das? Das bringt natürlich den Eurokurs unter Druck. Und es sind natürlich potenziell Assets, die vielleicht noch eine Art Inhaberpapier darstellt, die also nicht direkt einer Negativzinsbelastung unterliegen können. Und das sind die klassischen oder das klassische Nichtvertrauensanlage Gold etwa als eine Möglichkeit, wenn Sie Bargeld also nicht in dem Ausmaß als Zufluchtsmöglichkeit haben, und der Bereich der Kryptowährungen, der damit interessanter würde, und ich glaube, das kann man auch antizipieren, dass es dazu kommen würde, und ich kann jetzt eine weitere Vorhersage tätigen, das würde zu einer Interventionsspirale führen. Also so wie im negativen Zinsbereich Sie eine Bargeldintervention brauchen, brauchen Sie dann natürlich eine Asset-Intervention. Und das führt dann eigentlich geradlinig in das heißeste Gebiet der aktuellen ökonomischen Debatte, die Modern Monetary Theory, die ansetzt, eigentlich aus einer relativ nüchternen Analyse jetzt die gebotenen Schlüsse zu ziehen. Was ist die nüchterne Analyse? Die sagt sich, naja, schauen Sie, die Realität ist heute schon so, dass die Zentralbank eigentlich direkt Schulden monetisiert. Ob das unter Rechtsbeugung passiert oder nicht, ist nicht so klar. Wir sehen, dass die Gesetze also relativ elastisch sind, denn außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Und wenn das also schon normal ist, dass also Zentralbank eigentlich beliebig Liquidität erzeugen kann und als Bad Bank auftritt, eigentlich nicht mehr als Lender of Last Resort, sondern als Bad Bank of Last Resort tätig wird, dann stellt sich natürlich die Frage, naja, ist das wirklich eine Bad Bank? Sie kann ja nie insolvent werden, wenn sie tatsächlich selbst die Geldschöpfung in der Hand hat. Und das ist die wichtige Einsicht der Modern Monetary Theory, sagt genau Heureka, da haben wir es, das ist der Ausweg. Man muss jetzt also nur verhindern, dass diese direkt platzierte Liquidität zu Effekten führt, die man nicht möchte, also etwa galoppierende Teuerungsraten bis hin zu einer Hyperinflation. Wie verhindert das die Politik in aller Regel? Naja, durch das Steuern. Politik möchte ja steuern. Sie wird also Steuern im anderen Wortsinne erheben. Und genau das ist das Gedankenspiel der Modern Monetary Theory. Wir haben einen Hebel, der heißt Liquidität direkt an den Staat, das ist also das Vorgezogene und ich glaube dann auch letztlich real wahrscheinlichere Perspektive, weil wenn Sie es also direkt an die Menschen, also Art Zentralbankgeld, Grundeinkommen verteilen, werden Sie also relativ schnell diese Antithese zwischen individuellem Verhalten und politischer Maßnahme wieder sehen, die typisch für Interventionsspiralen ist. Das heißt, man wird relativ schnell zum Schluss kommen, parteiübergreifend, dass die Individuen sich wieder mal falsch verhalten haben und eigentlich der Staat jetzt Lückenfüller sein müsste. Und was könnte der Staat alles Schönes machen? Naja, einen New Deal zum Beispiel, einen Green New Deal könnte er ins Leben rufen mit dieser geschaffenen Liquidität. Aber um zu verhindern, dass das irgendwie aus dem Ruder läuft, wird jetzt Fiskalpolitik und Geldpolitik verbunden und das ist also auch die Tendenz, würde ich sagen, und das würde ich als politischen Ausweg bezeichnen. Aber Sie sehen schon, das ist also keine so frohe Botschaft und man muss also diesen Aspekt des Auswegs dann doch differenzieren. Und ein paar individuelle Auswege habe ich also schon aufgezeichnet, aber da werde ich Ihnen jetzt nicht viel mehr verraten, nur prognostizieren, dass es diese geben wird. Warum bin ich da ein bisschen optimistischer? Naja, wir sind in einer globalisierten,
zunehmend multipolaren Welt, die dann doch also interessante Effekte zeigt, dass also relativ schnell Innovationen sich durchsetzen können, angenommen werden können und dass man relativ schnell die Folgen falscher Politik sieht, schlicht unter dem Prinzip, dass unter Blinden der einäugige König ist und es dann also doch Hinweise gibt, aus denen man etwas lernen kann. Und einige dieser Lernversuche sind in der Tat in so neuen Assets zu finden und ich rechne also den Bereich der Crypto-Assets tatsächlich zu so einem Experimentierfeld. Nun ist es meistens so, dass die Realität dann einer nüchternen Betrachtung ein bisschen frustrierend ist, weil man natürlich sieht, welche Rahmenbedingungen das sind, die diese Assets hervorbringen und wie sehr diese Rahmenbedingungen natürlich auch über das Gehabe dann bestimmen, nämlich dass es hier natürlich um potenzielle Ritzen geht, wo diese geschaffene Geldmenge irgendwie noch die letzten unkorrelierten Assets auf dem Planeten finden kann, der schon weitgehend abgegrast ist. Und dann geht das natürlich so hypeartig rauf und sie haben potenziell eine nächste Blasenentwicklung. Trotzdem, wenn man es aber ganz nüchtern angeht und sich schaut, also woher kommt ein potenzieller Wertgewinn, dann ist meine Einschätzung, und ich weiß nur, dass das real stattgefunden hat, dass einer der wesentlichen Treiber für Bitcoin etwa das Umgehen der chinesischen Kapitalverkehrskontrollen war. Und das ist also typisch Interventionsspirale, wenn Sie so möchten, und zeigt also diese Paradoxien, aber auch die Möglichkeiten eines individuellen Ausweichens und dass man sich relativ bald in einer Interventionsspirale man tatsächlich über Kapitalverkehrskontrollen nachdenken wird müssen, damit aber natürlich die Problematik sichtbarer wird. Das heißt, Sie haben potenziell wieder eine öffentliche Debatte, das hätten Sie also beim Bargeldthema, das haben Sie bei Kapitalverkehrskontrollen und das haben Sie natürlich beim nächsten potenziellen politischen Ausweg, Vermögensteuern, Haircuts und ähnlichen Einschnitten. Dinge werden sichtbarer, damit können sie diskutiert werden und damit trägt dann vielleicht doch wieder diese Grundhoffnung, dass es eine Art Diskurs gibt, in dem sich vielleicht bessere Ideen durchsetzen können und dann vielleicht auch das Wirken einer Agenda Austria nicht so ganz verloren ist, wie ich das sagen, am Anfang vielleicht etwas skeptisch dargestellt habe. Wie sieht es mit gesellschaftlichen Auswegen aus? Auch da bin ich nicht ganz pessimistisch, denn als Schüler der österreichischen Schule sehe ich eben diesen Positivzustand, wo heute also die meisten Österreicher sagen würde, also wir jammern doch auf hohem Niveau, so gut ging es uns nie, ist alles wunderbar, dass man also da doch dahinter blickt und sagt, ja, das stimmt also grundsätzlich, vor allem weil der technische Fortschritt kumulativ ist in großen Teilen, vor allem weil es eine globale Arbeitsteilung gibt, die uns sehr zunutze gekommen ist, aber es findet eben eine laufende Verzerrung statt, die bedeutet, dass die Wirtschaftsstruktur nach und nach sich von den Präferenzen der Menschen entfernt und das zu gewissen Gegenreaktionen führt. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum die Marktwirtschaft nicht so viele Freunde hat und man eher den Eindruck hat, dass also bei jungen Menschen da andere Themen überwiegen und es zum Teil relativ scharfe Reaktionen gibt. Und ich sehe das also in der Wirtschaftsgeschichte immer wieder, dass also Verdichtungen von Entwicklungen, die allzu schnell in eine Richtung gehen scheinen, die nicht mit den Präferenzen der Menschen übereinzustimmen scheinen und die tatsächlich zu einer Entfremdung führen, also da passt der marxistische Begriff zwischen Lebensrealität und dem Gedanken von Ludwig von Mises, dass eine Marktwirtschaft dazu führen soll, dass wir den anderen dienen in dem, was wir tun, dass also tatsächlich der Unternehmer der Diener des Konsumenten ist und nicht sein Ausnützer, dass das also tatsächlich Fehlentwicklungen sind, wo eine Korrektur gar nicht schaden könnte, in dem Sinne, dass eine gewisse Umwertung der Werte vielleicht gar nicht so ungünstig ist, in der Hinsicht, dass bestimmte Dinge, die unterbewertet sind, wieder höher bewertet werden könnten. Und ich glaube, dass da Standorte wie Österreich nicht so schlechte Karten hätten, wenn eine solche Umwertung stattfinden könnte. Das große Problem ist, dass man das als Problem sehen wird, diesen Umwertungsprozess, und nach Auswegen rufen wird und immer lauter nach Auswegen rufen wird, je eher sich also diese Korrektur zu verselbstständigen scheint. Und das ist ein gesellschaftliches Phänomen. Das wäre also ein
Symptom einer Gesellschaft, die panikartig darauf reagiert, dass Nominalwerte purzeln, anstatt sich dieses Purzeln als potenzielle unternehmerische Einstiegschancen zu sehen und zu sagen, hey, da kriege ich Produktionsfaktoren günstiger, mit denen man vielleicht Sinnvolleres anstellen kann, als heute passiert. Da gibt es dann also wieder vielleicht Produktionsfaktoren, die irgendwie realistisch bewertet sind, im Sinne einer nachhaltigen, langfristigen, produktiven, unternehmerischen Nutzung, im Sinne der Präferenzen der künftigen Konsumenten und der verbliebenen Sparer. Und entsprechend gewichtig wird es dann auch sein, dass eine solche Gesellschaft über autonome Liquidität verfügt, dass also tatsächlich einzelne Leute individuelle Auswege gesucht haben und in einer Situation liquide sind durch ihre Vermögensentscheidungen, die kontrazyklisch waren, durch ihre Anlageentscheidungen, die kontrazyklisch waren, um dann dieses potenziell dramatische und bodenlose Purzeln aufzufangen und einen potenziellen Wert an Dingen zu sehen. Denn also Wirtschaftskrisen bedeuten ja nicht, dass sich Dinge in Luft auflösen, sondern im Wesentlichen, dass es jetzt sich eine Fehlbewertung zeigt. Ich möchte nicht verleugnen, dass es da psychische Ansteckungseffekte gibt, aber entscheidend ist es hier dann auch politisch nicht zyklisch zu reagieren, was natürlich fast immer die politische Reaktion ist, sondern potenziell politisch und psychologisch kontrazyklisch zu reagieren. Und ich würde das nicht ganz ausschließen, dass es eben aufgrund dieser Vergleichbarkeit der heutigen Welt nicht ganz ausgeschlossen ist, dass insbesondere kleinere Standorte in einer globalisierten Welt da einspringen und Lückenfüller sind. Und ich halte diese Grundinterpretation für falsch, die zu dieser Alternativlosigkeit und zu diesem Sachzwänge-Gedanken führt, dass jede Korrektur notwendig dazu führen wird, dass die Nazis wieder marschieren. Das ist so die landläufige Interpretation der Wirtschaftsgeschichte, dass wenn die Zentralbanken also nicht alles tun, was möglich ist, um Korrekturen zu verhindern, dann also tatsächlich die Spaltung der Gesellschaft unvermeidbar ist. Meine Interpretation ist vielmehr die, dass genau diese Nullzinsfalle die Spaltung der Gesellschaft unbemerkt von den meisten Menschen vorantreibt. Ich habe das in meinem Buch der Nullzinsfalle sehr ausführlich dargestellt. Diese gesellschaftlichen Folgen, die weitgehend übersehen sind und, glaube ich, sehr, sehr vieles erklären der heutigen Spannungen, Polarisierungen, auch ideologischen Scheingefechte aus meiner Sicht. Und deswegen sehe ich dann doch also langfristig potenzielle Auswege aus dieser Situation. Ich würde aber die Frage beantworten, was ich denn als EZB-Chef tun würde, ganz gleich, wie das Ludwig von Mises getan hat, zurücktreten, war seine Antwort. Nicht nur aus Bescheidenheit, sondern tatsächlich aus der Wahrnehmung, dass Sie sich ungefähr in der Situation befinden, Sie sind im Cockpit und alle Warnlämpchen leuchten auf, das Personal schreit panisch und alle sagen ihnen, na, reiß das Steuerruder hoch, denn der Crash steht unmittelbar bevor und der Crash ist also sagen nicht auszumalen, das wäre das Ende. Die Passagiere schlafen übrigens alle oder weitgehend, das heißt, es ist nicht eine öffentliche Debatte unbedingt in diesem Flugzeug, die da stattfindet, vielleicht auch zum Glück nicht unter diesen Voraussetzungen. Und die Gegenperspektive wäre natürlich dazu sagen, oh je, warum bin ich in diesem Flugzeug und was ist da am Boden schief gelaufen? Und vielleicht auch die Wahrnehmung sagen, naja, ist es jetzt sinnvoll, wenn die Turbinen tatsächlich Schaden haben, nochmal höher in die Luft zu steigen? Sollte nicht also man versuchen, ein möglichst sanftes Aufsetzen durchzuführen? Und das kriegt natürlich eine andere Perspektive, aber eine, die jetzt in dieser Paniksituation, in dieser Wahrnehmung kaum diskutierbar ist und sich kaum manifestieren wird. Deswegen, also verstehen Sie meine Suche nach Auswegen aus der Nullzinsfalle nicht als Bewerbungsgespräch oder Vorstellung für einen EZB-Posten. Das liegt also ganz grundsätzlich auch daran, dass komplexe Systeme natürlich nicht beliebig steuerbar sind, sondern sehr oft diese vermeintlichen Steuerfunktionen Symptome dieser Systeme selbst wieder darstellen und dass ich da also mehr
auf die individuellen Auswege und dann potenziell die gesellschaftlichen Auswege, die natürlich jetzt nicht egalitär in dem Sinne sind, dass plötzlich 51% der Bevölkerung etwas realisieren. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das passiert, aber meistens dann, wenn es schon gelaufen ist, nicht also im Nachhinein, sondern dass es vielmehr bei einer möglichen Umwertung bestimmter Werte einen Boden für eine nachhaltigere Wirtschaftsentwicklung gefunden werden kann, wo sich dann tatsächlich bestimmte Standortvorteile wieder als Vorteile erweisen können. Und da sehe ich also durchaus noch einen großen Bestand an vor allem kulturellem Kapital, auch sozialem Kapital, das es in Österreich gibt, aber auch anderen Formen von Kapital, die weitgehend unsichtbar sind und wo es eigentlich darum geht, da positiv und unternehmerisch Chancen zu sehen, anstatt bloß bedrohliche Szenarien. Das sagt sich natürlich ein bisschen einfach, weil genau die Nullzinspolitik dazu führt, dass die Abhängigkeit von diesem billigen Geld zunehmend wächst. Aber wenn man eben den Eindruck gewinnt, dass tatsächlich Negativzinsen irgendeiner Realität entsprechen und dass das durchschnittliche negative Renditen sieht, dann muss man sagen, kann der Punkt gekommen sein, wo bloß weitere Ausweitung des unternehmerischen Engagements unter falschen Prämissen und falschen Preisen nicht mehr wertstiftend ist. Und dann setzt natürlich, wenn keine ökonomische Reaktion einsetzt, eine psychologische Reaktion ein. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum wir zum Teil einen Produktivitätsboykott bei jungen Menschen sehen und diese scharfen, zum Teil ideologischen Reaktionen auf mangelnde Sinnwahrnehmung in der Wirtschaftsstruktur und sie den Sinn also dann in anderen Projekten suchen, ideologischer Natur oder in großen Systemfragen, die man gerne stellt, weil man da das System nicht tatsächlich verstehen muss und in die Tiefe gehen muss, weil dieser Prozess tatsächlich einer ist, der zu etwas mehr Bescheidenheit führt und Zurückhaltung führt und dann nicht zum Anspruch, als neuer Kapitän voranzugehen, sondern potenziell etwas anzustoßen, nämlich Lernprozesse anzustoßen. Und das ist das Verheerendste aus Sicht dieser Tradition der österreichischen Schule an Blasen und an Verzerrung der Wirtschaftsstruktur, dass die Lernfähigkeit einer Gesellschaft schwindet und nach es zu einer Lernunfähigkeit kommt und damit natürlich auch zur Unfähigkeit, auf neue Herausforderungen zu reagieren. Und da kann man sich also kaum etwas vorstellen, das weniger mit Marktwirtschaft zu tun hat, als der Gedanke von Bailouts, als der Gedanke des Auffangens von Assets durch Interventionen, die genau diese Lernmöglichkeiten unterbinden. Ich hoffe, ich habe Ihnen jetzt also nach einer negativen Beginn ein bisschen ein positive Lichtchen gezeigt, aber ich bin mir schon bewusst, dass es vielleicht im Großen und Ganzen ein bisschen enttäuschend ist, wenn Sie jetzt erwartet haben, dass ich Ihnen den Ausweg als politisches Programm niederlege mit 5 einfachen Punkten, wie wir also aus der Nullzinsfalle herauskommen. Ich bin da ganz bei Schumpeter, der also meinte, das Geldsystem muss man natürlich als ein Symptom einer Gesellschaft betrachten und die Zustände des Geldsystems sind sehr oft also Symptome gesellschaftlicher Zustände. In dem Sinne kann also jeder Ausweg natürlich nur ein bottom-up basierender Ausweg sein, der individuell und gesellschaftlich läuft und nicht plausiblerweise auf der geldpolitischen Ebene. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bin gespannt auf Ihre Einwände. Ja, Rahim, vielen Dank für diesen überaus optimistischen und erfreulichen Ausblick. Es ist ja selten jemand, der uns noch toppt, den Blick nach vorne. Eigentlich habe ich mir gedacht, jetzt, wie ich so zugehört habe, es müsste das Buch eigentlich heißen, nicht Geldherr oder es kracht, sondern Geldherr und es kracht. Weil irgendwie, wenn ich es richtig interpretiere, ist ja aus deiner Interpretation die Nullzinspolitik, sollte sie fortgesetzt werden, der größere Krach als ein Platzen einer Blase, oder? Weil die Verzerrungen so groß sind, weil die... Naja, das Problem ist, dass man ihn vermutlich nicht als Krach wahrnehmen muss. Ja? Und
Das japanische Szenario halte ich nicht für wahrscheinlich im europäischen Umfeld, weil wir eine heterogenere Gesellschaft sind. Aber dieses Krachen ist dann natürlich eines in Bereichen, die man überhaupt nicht mit Geldpolitik assoziiert. Das heißt, es kracht an bestimmten Feldern im politischen Bereich. Und da, glaube ich, kracht schon einiges im Gebälk und schon geraume Zeit. Aber das assoziiert niemand mit einem Wirtschaftskrach. Und deswegen ist, glaube ich, das ist ja ein Motto, das man vielfach verstehen kann, Geld her oder es kracht. Und ich habe das als Aufhänger genommen, weil ich glaube, dass sehr viele politische Lager mit also dieser Intention kommunizieren werden, nämlich diese Perspektive des Krachs, der als völlige Nichtoption gesehen wird, weil also da fast schon Einigkeit herrscht, dass jeder tatsächliche Wirtschaftskrach eben potenziell gefährlich ist, insbesondere dann, wenn die Abhängigkeit von diesem billigen Geld also zunimmt. Und deswegen bin ich also in der Hinsicht bin nicht so naiv optimistisch, einfache Auswege zu schildern, dass man also einfach sagt, naja, erhöht man doch den Leitzins. Warum hat denn die EZB nicht den Leitzins einfach erhöht? Müsste nicht eine verantwortliche Geldpolitik jetzt diese unverantwortungslose Nullzinspolitik beenden? Und da sage ich Ihnen voraus, so einfach ist das nicht. Denn sobald Sie den Leitzins erhöhen oder diese Liquiditätszufuhr einschränken, ohne dass tatsächlich eine realwirtschaftliche Gesundung nachhaltig passiert wird, dann wird das Geschrei natürlich massiv zunehmen mit genau dieser Devise. Wenn wir sagen, Geldschleusen auf, seid ihr wahnsinnig, ja? Es kracht. Ja? Und das ist also der viel realistischere Ausblick. Das heißt nicht, dass es unmöglich ist, da also retour zu kommen, aber nicht auf diesen einfachen Weg. Und ich glaube, dass die Angst vor dem Krach also tatsächlich da diese Alternativenlosigkeit hervorführt. Das Problem aber wieder ist, nicht, dass der völlig ungerechtfertigt ist. Also niemand wünscht sich eine Korrektur und ich bin auch kein Crash-Prophet, der das irgendwie herbeireden möchte, was man nie natürlich ganz vermeiden kann, weil es ein gewisses natürlich Selbsterfüllung von Prophezeiungen geben kann, da bin ich mir ganz bewusst. Aber dass im Wesentlichen die Interventionsversuche die Problematik immer weiter erhöhen, dass tatsächlich dann die Grundlage einer solchen Crash-Angst zunimmt. Und das ist eine laufende Zombifizierung der Unternehmen, wie man das nennt. Also tatsächlich man immer mehr zum Schluss kommt, oh je, eine Leitzinserhöhung hätte wirklich dramatische Folgen. Nur die dramatischen Folgen werden immer größer, je länger man potenzielle Korrekturen überbrückt, weil man es der Gesellschaft nicht zumuten möchte und nicht zumuten kann. Da würde ich jetzt eben nochmal das aufgreifen, was du kurz in so einem Halbsatz erwähnt hast, wir sind eben keine Japaner, weil ja viele sagen, in Japan funktioniert das blendend, das ist zwar ein geschlossener Kreislauf. Ja. Warum wird das in Europa nicht funktionieren? Weil den Plan gibt es ja, dass man sagt, wir tun jetzt mal so weiter, um eben die Zombies, die bereits jetzt so bestehen, also die in den Bilanzen der Banken auch sind, Italien ist ein gutes Beispiel, dass man die weiter herumlaufen lässt. Ja. Warum geht es nicht? Ich denke, aus drei Gründe machen Japan besonders. Das eine war also vor dieser Nullzinsfalle die innovativste Wirtschaft in der Welt. Und war tatsächlich also die Angst groß, dass die Japaner künftig alle Sektoren und Branchen übernehmen werden. Man hat japanische Managementmethoden kopiert weltweit und das war das große Vorbild. Also das war schon ein hohes Niveau, nicht von dem man da noch lange purzeln und zehren kann. Aber nicht einmal das reicht aus. Also in der Tat hat diese Innovationskraft Japan in großem Maße verloren. Dann halte ich den Fall eigentlich für viel dramatischer, als man tut, weil man ja dieses entgangene, mögliche Japan nicht sieht, dass es auch geben könnte. Ein innovatives Japan in den letzten 20 Jahren, in den letzten 10 Jahren, hätte eine dramatische Auswirkung auf unseren Wohlstand gehabt. Und das sehen wir natürlich nicht. Das ist das klassische Problem der Ökonomik, das, was man nicht sieht, was schon also Frédéric Bastiat, ein Vorläufer der österreichischen Schule, so thematisiert hat. Und dann gibt es zwei gesellschaftliche Besonderheiten. Das ist also die extreme Homogenität und sogar schon so eine aggressiv beibehaltene Homogenität der japanischen Gesellschaft, die natürlich potenzielle Risse in der Gesellschaft nicht so sichtbar werden lässt. Und das Dritte ist die klassisch-hierarchische Mentalität und Struktur in Unternehmen, die dazu führt, dass man also relativ lange Dinge in sich hineinfrisst und mitläuft und funktionell bleibt, was also, ich glaube, nicht so der europäischen Kultur entspricht, diese Art der Unterwürfigkeit gegenüber Abläufen, über die man selbst nicht bestimmen kann. Für uns Österreicher nicht ganz ungewohnt, hätte ich gesagt. Aber bevor Sie jetzt zu den Fragen kommen, eine dritte steht mir noch zu. In dem Buch steht dann auch, also es gibt es ist eigentlich, was jetzt abläuft, ist ein Kampf um die Kontrolle über das Geld.
Wie schaut es deiner Einschätzung nach in 5 oder 10 Jahren aus? Ich hätte eine vage Vermutung, wer diesen Kampf gewinnen wird. Aber wer wird in deiner Meinung nach gewinnen? Ich glaube nicht die EZB. Ja. Meine Hoffnung ist, dass es also keinen klar binären Ausgang gibt oder auch wieder eine realistische Einschätzung eigentlich. Das heißt, es gibt bestimmte Gewinner, es gibt bestimmte Verlierer. Ich will hoffen, dass also die Gewinner dann nicht die schlechtesten sind und habe das dann grundsätzlich schon die Vermutung, dass es, weil das bei Interventionsspiralen klassisch der Fall ist, dass es potenziell natürlich die unternehmerischeren und vorausschauenderen sein könnten, die dann an einer Position der Stärke heraus wieder Möglichkeiten finden. Diese ja, das Geld soll ja Funktionen erfüllen, nicht? Was sind das für Möglichkeiten? Man sucht also Möglichkeiten, Liquidität zu halten, man sucht Möglichkeiten, Tauschakte, indirekte Tauschakte abzuwickeln und man sucht also dann in weiterer Folge Möglichkeiten der Finanzierung. Ja? Wie diese Ergebnisse ausschauen können, ist offen. Wir sehen aber einen zunehmenden Wettbewerb, nicht nur also unternehmerischen Wettbewerb, sondern Wettbewerb zwischen Zentralbanken, geopolitischen Wettbewerb, der zunimmt. Und das macht mich also etwas optimistisch, weil ich also mit eigenen Freunden des Wettbewerbs bin, in dem Sinne, da können sich also dann relativ schnell bessere Ansätze als vorbildhaft erweisen. Und wir haben wirklich das Unglaubliche in der Geschichte gesehen, dass also ganz, ganz kleine Regionen eine unglaubliche Strahlkraft haben können. Und das war im asiatischen Wirtschaftswunder, waren das Singapur und Hongkong. Durch bestimmte Rahmenbedingungen und dem Glücksfall natürlich da, nicht Teil großer kollektivistischer Aggregate zu sein. Und das wird weitgehend unterschätzt, wie gewichtig diese Ausstrahlwirkung war. Und ich gehe davon aus, dass in 5 oder 10 Jahren deutlicher sein wird, dass aus meiner Sicht eher kleinere, innovativere Ansätze, Regionen, Lösungen und so weiter da eine Strahlkraft haben können, die groß ist, weil natürlich die Sehnsucht nach Alternativen riesengroß ist, weil das reale Probleme sind, die Menschen dazu führen, also individuell jetzt nach Auswegen zu suchen. Und diese Dynamik, dieser Lebenstrieb des Menschen macht mich also grundlegend mit einer liberalen Einstellung optimistisch, dass die Lernfähigkeit nicht ganz abtrainiert werden kann. Das schaut für uns Österreich eigentlich super aus. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Vorher sage ich noch kurz was zur Agenda Austria, damit man auch sieht, dass uns das Thema wirklich wichtig ist. Also die neue Publikation ist ein Policy Brief, der dran zur freien Name draußen liegt, Armsparen mit der EZB. Und dann darf ich auch noch unseren neuen Kollegen vorstellen, der ein wirklicher Experte in Sachen Geld ist, Nico Jilch, das ist der gut aussehende Mann mit dem Mikrofon in der Hand. Herzlich willkommen, der seit ein paar Tagen hier ist bei uns und von der Presse gekommen ist. Nachdem wir immer relativ striktes Zeitmanagement haben, ich bitte möglichst kurze Fragen, also vor allem auch Fragen. Wir wissen, Sie haben alle wirklich gute Meinungen, interessieren uns auch sehr, aber dass wir möglichst viele dran nehmen können, wäre es wichtig. Herr Dorder fängt an. Bitte aufs Mikrofon zu warten, weil sonst die viel Zuseher zu Hause kriegen das. Ein geht mir ab, nämlich der zwischen der Verschuldung der Staaten und der Nullzinspolitik. Das hätte ich eigentlich erwartet, dass Sie darüber sprechen, weil ich habe immer landläufig gemeint, die Zinsen müssen so tief sein, damit die Staaten eben nicht mit ihren Schulden untergehen. Er hat aber ganz gefehlt. Ist das ein falscher Ansatz? Hat das gar nichts mit dem Thema zu tun? Danke. Nein, es hat viel gefehlt. Also das Thema ist allumfassend und ich könnte Ihnen jetzt endlos sprechen. Also, ich sehe da kein natürliches Ende eines Vortrags. Also ich trage also auch oft also 4 bis 6 Stunden an einem Tag vor und das frei sich ewig weiter. Gern, oder? Ja. Könnte also so weitergehen. Ja. Natürlich ist also ein Aspekt, dass die Staaten zu den Abhängigen vom billigen Geld gehören und das macht natürlich jetzt wieder diese politische Reaktion etwas unwahrscheinlicher, dass also tatsächlich einen individuellen Ausweg darstellt, sondern politische Auswege haben so an sich diese Problematik natürlich, also auch ein Ausweg für diese Überschuldungsproblematik zu sein und auch das speist natürlich den Ansatz der MMT, die zum Schluss kommt, also wenn die Zentralbank eben Schuldtitel des Staates direkt monetisiert, könnte sie irgendwann einfach also
dann ist ein Nullzins normal, nicht? Dann würde ja natürlich die Staatsanleihe de facto Zentralbankgeld entsprechen. Und wir sehen natürlich schon die Tendenz am Markt, nicht? Sonst wäre das bestperformende Asset in diesem Jahr nicht die 100-jährige österreichische Staatsanleihe gewesen. Ja? Und das kann man natürlich nur erklären daraus, dass wieder, also unter Blind ist nämlich der einäugige König, aber auch, dass das Geldfunktion einnimmt, dass es also sehr darum geht, weniger zu verlieren als andere. Und das natürlich tatsächlich bei einer Monetisierung, also von Schuldtiteln, diese Schuldtitel näher an M0 sind als Bankeinlagen und damit ein geringeres Risiko haben. Also, das hat man auch in der letzten Wirtschaftskrise gesehen, dass natürlich letztlich Geldmarktfonds und so das Schattenbankenbereich eigentlich der relevantere heute ist für Zentralbankinterventionen, dass also wichtiger als die Einlagengarantie der kleinen Sparer bei der Bank eigentlich die Kursgarantie in den Geldmarktfonds ist und also wirklich das Stützen dieser staatlichen Schuldtitel in ihren Preisen. Und damit ist es natürlich fraglich, ob das wirklich noch Markt, also eine marktgehandelte Asset sind oder ob man sich diese Scharade nicht eigentlich sparen kann. Und in dem Sinne ist also die MMT da fast nüchterner in der Analyse und sagen, ja, sparen wir uns das, es gibt überhaupt keine Zinsen mehr, das ist einfach jetzt das Zentralbankgeld und wir teilen nur noch zu und ziehen ab, wo wir glauben, dass wir es abziehen müssen und das erfüllen hoffentlich demokratisch legitimierte, aber letztlich Technokraten. MMT ist die Modern Monetary Theory. Ja. Herr Strohmeier, bitte. Der neue Gouverneur der Österreichischen Nationalbank, Robert Holzmann, auch ein Anhänger der österreichischen Schule, vertritt die Meinung, die Zinsen sollten eigentlich auf der Höhe der Inflationsrate sein, so Masomeno in etwa, was ich durchaus sehr gut verstehen kann. Wenn die EZB die Zinsen auf, sagen wir, diese 1,5% erhöhen würde per 1. Jänner, was würde Ihrer Meinung passieren in Europa und überall? Das Problem ist, dass niemand ausschließen kann, dass das einen Dominoeffekt auslöst, weil also tatsächlich, es wird natürlich zur Häufung von Unternehmensinsolvenzen kommen und wir wissen nicht, welcher Asset-Bereich da zuerst kollabieren könnte. In den USA würde ich erwarten, bei einem Anheben des Zinssatzes, auch die USA haben reale Negativzinsen, würde also, die Forderung geht in Richtung Null, zumindest Null zu gehen, genau, würde ich erwarten, dass in den USA die Unternehmensanleihenblase platzen würde. Ich halte das wirklich für eine Blase. Und dass das potenziell diese Ansteckungseffekte hat, beziehungsweise unmittelbar zur Korrektur dieser Zentralbankpolitik führt, weil also natürlich da starke Stimmen unter dieser Panikperspektive beginnen. Wir haben jetzt schon die Situation, dass in den USA der politische Druck noch sehr, sehr groß ist, auf die Zentralbank genau den anderen Weg zu gehen. Deswegen halte ich es nicht für realistisch, dass man das jetzt wirklich als politische Empfehlung durchgeben kann. Das ist ein bisschen akademisch, würde ich sogar sagen, das einfach so zu empfehlen. In Europa sehe ich das eigentlich noch dramatischer, weil also die USA hatten einen Vorteil, nicht durch eigene Gesundung ihrer Wirtschaftsstruktur, sondern weil sie relativ eine bessere Position gewonnen haben. Das hat auch die Zinserhöhung erlaubt, der Fed, nicht auf das Null-Real-Niveau, aber doch eine sichtbare nominale Leitzinserhöhung. Ich glaube, der wesentliche Grund liegt darin, dass also sich im Yen-Bereich nichts geändert hat, aber der Euro-Bereich schwächer geworden ist, durch Brexit zum einen, durch, ich glaube, Fehlentscheidungen europäischer Politik. Und eine dieser Fehlentscheidungen ist, glaube ich, das Verfolgen der finanziellen Privatsphäre und der Steuersünder. Das hat nämlich zu einem paradoxen Effekt geführt, dass die letzte verbliebene Steueroase der Welt die Vereinigten Staaten sind. Und damit natürlich zu einem Abfluss von Vermögenswerten in den Dollar. Und ich glaube, das, also eine ganz nüchterne Einschätzung, das steht hinter der vermeintlichen Gesundung der US-Wirtschaft. Und man sieht ja, dass die also nicht nachhaltig ist. Also ich sehe da wenig reale wirtschaftliche Gesundung. Eigentlich ist die Abhängigkeit von billigem Geld in den USA größer. Also eigentlich die grundwirtschaftliche Situation ist nicht besser als in Europa. Die relative Situation wird am Markt als besser eingeschätzt, aber auch nicht endlos. Ja. Das ist also eine besondere Fügung, die das erlaubt hat. Und im Euroraum ist also, wie die Stimmung aktuell ist, Rezessionsangst in Deutschland. Und ich glaube, da wird also mehr kommen, als man sich erwartet. Ich sehe da tatsächlich eine Selbstbeschädigung von wesentlicher Industrie in Deutschland, dass die Schlagzeilen nicht besser werden, die Marktstimmung nicht besser wird. Und das macht immer unwahrscheinlicher, dass dann eine Zinserhöhung dann also einfach kaskadenartig eine Flucht auslöst. Herr Geimüller. Ja,
Ich hätte eine Frage zur real gesellschaftlichen Wirkung dieser Niedrigzinspolitik. Und zwar, das habe ich mal gelesen, dass in den USA könnte auch ein Grund sein für die neue Popularität des Sozialismus und Bernie Sanders und so weiter und dass der Kapitalismus eigentlich dort auch immer mehr in Frage gestellt wird, dass die Jungen, also die Millennials zum Beispiel, durch die extreme Aufblasung, also Überbewertung der Immobilien zum Beispiel, sie eigentlich nicht mehr das Gefühl haben, dass sie mit Lohnarbeit eigentlich sich solche Immobilien leisten können und sie deshalb das gesamte System in Frage stellen, des Kapitalismus. Und ja, da wollte ich Ihre Meinung hören, wie wichtig Sie diesen Aspekt sehen. Ja, das ist eine Facette von dem, was ich angesprochen habe, und ich sehe das in der Tat so. Also ist natürlich klar antizipierbar, dass Verteuern der Vermögensassets und Immobilien gehören dazu, sind nicht im harmonisierten Verbraucherpreisindex drin, also in Europa, auch in den USA, in den Inflationsmaßen nicht voll berücksichtigt und damit übersehen. Neben den Vermögensassets, die durch die Bank korreliert in die Höhe schießen, gibt es im Wesentlichen noch einen Preistreiber, der relevant ist für die Millennials, das sind also die Bildungsausgaben oder Bildungskosten in den USA. Auch da sehen Sie eine Kurve, die fast exponentiell ausschaut, mit entsprechend natürlich einer Verschuldungsproblematik, die da so sichtbarer ist. Wir haben es mehr in den Budgets versteckt, im staatlichen Bereich. Und das ist also da noch eine Besonderheit. Das sind aber Facetten von sehr, sehr vielen und relativ komplexen Dingen. Also wenn Sie das interessiert, kann ich noch ein bisschen Eigenwerbung machen, die Nullzinsfalle. Das ist die erste systematische Darstellung dieser gesellschaftlichen und politischen Folgen. Das ist jetzt, darum gibt es bei uns keinen Sozialismus, weil Bildung gratis ist. Ne? Wahrscheinlich. So, bitte sehr. Ja, danke. Auf europäischer Ebene wird gerade eine europäische Einlagensicherung diskutiert. Wie stehen Sie dazu? Und zur Einführung der Lira, genügt es, dass sie den gleichen Gesetzen unterworfen ist wie andere Währungen? Libra. Ja. Puh, also Libra ist eine relativ komplexe Frage. Ich glaube, ich kann es nur ganz kurz anreißen. Ich sehe das schon als einen Hinweis auf einen Wettbewerb. Aber wir haben natürlich keine unverzerrte Marktwirtschaft. Das heißt, sehr vieles dieses Wettbewerbs ist Regulierungsarbitrage von internationalen Konzernen, die ein bisschen nach anderen Regeln operieren können. Die einzige Facette, die Libra realistisch zu einer Umsetzung führen lässt, ist die, dass es überwiegend wieder in US-Assets verschieben würde. Der Hauptanteil des Libra ist de facto ein Fremdwährungskorb oder ein Fremdwährungsfonds mit dominant US-Dollar-Assets. Ja, und das könnte also der einzige Grund könnte sein, dass dann also geopolitisch US-Regulatoren das realisieren und deswegen Facebook praktisch erlauben, mit Zentralbanken zu konkurrieren, auch weil sie realisieren, dass sie nicht mit der Fed konkurrieren. Also Libra konkurriert nicht mit der Fed, potenziell mit Zentralbanken, die Währungen ausgeben, die nicht gepackt sind an den Dollar. Nur ganz kurz gegatzt, mache ich da jetzt einen Punkt, weil es ein komplexes Thema ist. Ich habe einen Artikel dazu geschrieben, den Sie öffentlich lesen können bei Finanz und Wirtschaft, wo ich das Libra analysiere, was das also genau ist. Die erste Frage. Einlagensicherung. Einlagensicherung, besten Dank. Ja, das ist ein bisschen eine politische Scharade, Fassade, weil nämlich die Frage ist, womit werden Einlagen gesichert? Mit dem Zugang der neuen Geldpolitik erübrigt sich das, weil es immer eine politische Entscheidung ist. Was machen Sie, wenn eine Bank illiquide ist? Immer sagen, naja, dann wird die Bank verstaatlicht oder man schießt der Liquidität zu oder hat eine Bad Bank, die letztlich also entweder die Zentralbank selbst ist oder eine von der Zentralbank mit Liquidität versorgte Zwischeninstitution darstellt. Und dann ist es also nur eine formale Frage. Bei der Einlagensicherung würde ich mich also am ehesten an so einer nüchtern demokratiepolitischen Facette orientieren, nämlich was wird am meisten Wehgeschrei auslösen. Und da, glaube ich, orientieren Sie sich nicht an dem, was versprochen ist, sondern an dem, was durchschnittliche Spareinlagen sind. Dann sind Sie auf der sicheren Seite, aber natürlich nur auf der sicheren Seite, dass da Ihre Bankeinlagen
sie nominal erhalten bleiben. Das größte Problem ist ja der reale Kaufkraftverlust der Bankeinlagen. Also selbst wenn Sie aus der Erfahrung der Wirtschaftskrisen, die wir in Europa auch zur Genüge haben, zum Schluss gekommen sind, sehr konservativ in der Anlage zu sein, was ja typisch österreichisch wieder ist, und da eher sagen, auf Sparbuch zu setzen, dann muss man sagen, puh, Sie haben also eigentlich Ihren 50% Wertverlust, den Sie sonst halt im Zyklus mitnehmen, schon erfahren. Einfach relativ im Vergleich zu den Opportunitätskosten, die andere Assets gebracht hätten. Das heißt, also nominale Einlagensicherung ist eigentlich nicht so zentral. Es geht um Kaufkraftsicherung und das ist nicht mehr selbstverständlich. Das wird immer mehr zu einer Wissenschaft und den Wissenschaftlern können Sie da auch nicht vertrauen, weil sie immer falsch prognostizieren. Also bloß nicht Empfehlungen in der Anlage Wissenschaftler oder Ökonomen trauen. Da sind sie letztlich auf sich zurückgeworfen. Das meine ich mit den individuellen Auswegen, die natürlich so Lernprozesse sind. Und das ist eine neue Phase, wo selbst die berühmtesten Investoren heute ein erstaunliches Maß an Orientierungslosigkeit und Ahnungslosigkeit preisgeben. Sogar Warren Buffett sagt, er weiß jetzt nicht, wo er da jetzt noch investieren soll. Und man merkt also da eine gewisse Problematik oder ein Ray Dalio, also schon sehr ungute Töne. Wobei die Anlagestrategie der Österreicher schon ein bisschen breiter ist, weil es nicht nur das Sparbuch ist, auch der Bausparer und 6 aus 45. Herr Dr. Hammer, bitte. Ich habe den Eindruck, dass das Geldsystem oder das Geld mehr und mehr dem Gesetz der Entropie unterliegt. Teilen Sie diesen Eindruck? Als Physiker würde ich sagen, ja, wunderbar, ich spreche immer von Entropie, aber ich bin da besonders skeptisch, Begriffe aus der Physik zu nutzen und glaube nicht, dass sie da zur Aufklärung beitragen. Nicht? Das würde also diesen Eindruck haben, also alles, was sie aufbauen, fällt, also um es kurz gesprochen. Und ich glaube, da ist also gerade eine wichtige Einsicht der modernen Physik ist ja das Leben, dieses Wunder darstellt, dass es da nicht schlicht zur Entropiezunahme kommen muss, sondern wenn Sie einen Energiefluss haben, da tatsächlich stabile Ordnungen entstehen können. Und das war auch ein wichtiger Beitrag der österreichischen Schule, insbesondere Karl Menger, auch im gesellschaftlichen Bereich solche Prozesse, die ordnungsbildend sind, sehen zu können und verstehen zu können. Also es wäre schon ein bisschen defätistisch jetzt zu sagen, nicht, es muss alles irgendwann fallen und jede Gesellschaft muss untergehen und das Geldsystem gut geplant, sondern ich glaube also schon an die Lernfähigkeit des Menschen, an die grundsätzliche Freiheit des Menschen und das Potenzial, da nicht also immer in Chaos und Unordnung zu fallen, sondern immer wieder. Natürlich sind Ordnungsversuche, man baut auf, es zerfällt, aber es ist nicht defätistisch das Zerfallen, sondern man baut auf, weil man schon den Eindruck hat, und der ist, glaube ich, in einem Lebensstand schon immer wieder begründet, Dinge können auch halten, Dinge können wachsen, Dinge können eigene Dynamik kriegen, können besser sein als das, was sie selbst davor gebracht hat. Und das macht mich dann also wieder zu einem, wie Hayek sagte, biophilen oder optimistischen Menschen, der also dem Leben zugetan ist, genau in dieser vielleicht nicht bewussten, aber doch möglichen ordnungsbildenden Kraft, die das Handeln der Menschen zeigt. Das wäre fast der perfekte Schlusswort gewesen, aber das weiß ich immer nicht. Herr Czoklik. Seit dieser letzten Zinsentscheidung hat man ein bisschen das Gefühl, das Bashing der EZB ist ziemlich modern geworden. Nullzinsfalle klingt ja auch total populär und jeder ist eigentlich der Meinung, die haben genau nicht recht mit dem, was sie tun. Jetzt frage ich mich aber, warum tun sie es trotzdem? Was wissen Sie als Ökonom oder andere Ökonomen besser als die EZB? Oder gibt es vielleicht etwas, was die EZB weiß, was Sie nicht wissen und warum sie so handelt? Und als zweite Frage, wird nicht eigentlich die Politik viel zu leicht außen vor gelassen? Weil die EZB hat immer gesagt, ihre Politik bedingt, dass die Politik etwas tut in Sachen Struktur, Förderung, Wirtschaftsförderung etc. Da hat sie ja völlig ausgelassen, ist nichts passiert. Was hat die Politik mit diesen vielen, vielen Milliarden gemacht, die sie sich durch diese Politik an Zinsen erspart hat? Wird auch nicht diskutiert. Und last not least, die Spaltung der Gesellschaft. Gibt es die tatsächlich? Ist es eine Spaltung zwischen meinem Nachbar, der sich ärgert, dass er keine Zinsen am Sparbuch hat, und ich, der mich freue, dass er jetzt für den Kredit weniger bezahlt? Ist das die Spaltung oder ist die eigentlich nicht nur medial herbeigeredet?
Besten Dank. Das war jetzt also relativ viel. Ich habe versucht klarzustellen, dass ich, also ich halte nicht die Zentralbanker für Idioten und neide ihnen ihre Position auch nicht und glaube nicht, dass ich es besser könnte in ihrer Position. Aber die grundlegende Analyse führt eben dazu, dass es tatsächlich institutionelle Sachzwänge geben kann und dass also bestimmte Fragen inhärent aufkommen in Strukturen. Das ist ja ungefähr dieselbe Frage, wie ob ich einen besseren Fünfjahresplan in der Sowjetunion hätte erstellen können. Ich sage, ich weiß es nicht, ja, weil das waren also keine Idioten, die Sozialisten. Ich bin bei der Einschätzung von Roland Bader, dass ich grundlegend die Entwicklung, die das Geldsystem genommen hat, für einen Geldsozialismus halte und tatsächlich an einer Hybris kommend, die schon daran liegt, dass da ökonomische Traditionen verschwunden sind, die aus meiner Sicht realistischer waren, nicht mit Modellen und künstlichen Menschenbildern arbeiten, sondern realitätsnäher sind. Also in dem Sinne, wissen Sie etwas besser oder die Frage an mich, ob ich etwas besser weiß, naja, wenn es um Fakten geht, nicht, oder vielleicht nicht, der Interpretationsrahmen ist ein anderer und damit die Bewertung natürlich eine andere und das ist ein Zusammenspiel eben aus einer Tradition, die in Österreich entstanden ist und die ich für sehr wertvoll halte und der Persönlichkeit natürlich dann in der Einschätzung, die immer so eine subjektive Komponente hat. Ich bin aber ganz bei Ihnen, also dass es jetzt nicht an Unwissen der Zentralbanker liegt und dass man da keine einfache Antwort geben kann, sondern dass ich in dieser Position, also wirklich dieser Rücktritt nicht so unplausibel ist, man erkennt einfach, je mehr man sich auch vertieft, diese Problematik der Sachzwänge und dass sie da nicht viel in der Hand haben. Deswegen ist jetzt die Forderung, Geldpolitik und Fiskalpolitik zu verbinden, natürlich naheliegend. Ja, man sagt sich immer, wir haben nicht alle Instrumente in der Hand, aber ich halte, meine Interpretation sagt eben, das ist etwas, das die österreichische Schule als Interventionsspirale schon früh erkannt hat. Dass es also notwendig dazu führt, dass Kontrollversuche von komplexen Systemen dazu führen, dass sie entweder den Kontroll, die Instrumente erhöhen müssen oder laufend erhöhen müssen, aber immer paradoxe Effekte haben, die sie also nicht vorhersehen können. Und deswegen gibt es diesen Aspekt einer Spirale. Ja, also die Zentralbankpolitik folgt immer enger Sachzwängen durch die Vorentscheidungen, die schon gefallen sind. Und das ist natürlich eine Tendenz und ein bisschen ein gleitender Weg, wo es immer schwieriger und immer steiler wird, dagegen zu gehen. Und deswegen ist es also kein Zufall, dass insbesondere wichtige deutsche Vertreter und Ökonomen wirklich zurückgetreten sind, wirklich ausscheiden aus den Organen und sagen, ist das nur Defätismus, dass da jemand ausscheidet? Nein, es kann wirklich sein, dass sie sagen, das geht, auf der Ebene sind die Probleme nicht lösbar. Ja? Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass es viel besser wäre, wenn alle Zentralbanker auf den Mond geschossen werden, weil dann würden natürlich andere nachkommen, aber dass es ein grundlegendes Problem gibt und dass es da natürlich individuell eben die Empfehlung, und da bin ich mir ganz bewusst, dass das ein Problem ist, deswegen ist das hier ein intimer, kleiner Rahmen. Die Empfehlung ist, das Vertrauen in die Zentralbank sollten Sie hinterfragen und als Individuum würde ich vermeiden, ein Klumpenrisiko im Euro zu halten. Also Vermögensanlage, Einkommen und so weiter, alles als Klumpenrisiko auf dem Vertrauen, dass die EZB diesen Spagat hinkriegt. Und da sage ich, da gibt es einfach also Aspekte, wo die intelligentesten Menschen und die besten Menschen Dinge nicht mehr in den Griff bekommen können. Und das kann eine selbsterfüllende Prophezeiung sein, aber ich habe jetzt kein großes schlechtes Gewissen, weil ich suche die Öffentlichkeit nicht, bin jetzt also da kein großer Hebel, der jetzt zu dramatischen Veränderungen führen wird. Ich befasse mich lange mit dem Thema, habe da auch Menschen praktisch schon viel helfen können bei Entscheidungen, das bewegt sich alles im individuellen Raum, wo ich jetzt also kein sehr schlechtes Gewissen habe, wiewohl das sein könnte, dass es sowas wie selbsterfüllende Prophezeiung gibt. Aber wann immer eine komplexe Institution oder Struktur darauf beruht, dass das Vertrauen nicht in Frage gestellt wird, ist das aus meiner Sicht ein Alarmsignal. Ja? Weil sonst wäre es also immer klar, dass es nicht eine Frage ist, ob ich Ihnen jetzt sage, vertrauen Sie denen oder nicht, sondern Sie schauen sich Alternativen an, Sie sehen also die Möglichkeiten, die Sie wahrnehmen und da sehen also viele Menschen schon etwas und stehen vor realen Problemen und stellen sich Fragen nach Alternativen und das kann man ein bisschen stützen, diesen Erkenntnisprozess und vielleicht ein bisschen sagen, aus dem pauschal ideologischen rauskommen. Und da sehe ich also schon eine Spaltung der Gesellschaft im Sinne, dass so ein
sagen wir mal, aufgeklärter Diskurs immer schwieriger wird, weil immer schneller halt die Verdächtigungen da sind. Und ich sehe es an den Universitäten, dass ich, also ich hatte einen Lehrauftrag an der Wirtschaftsuniversität in Wien, und das ist bei vielen Vertretern der österreichischen Schule so, dass also der Druck immer größer wird in der akademischen Welt, aber Sie sehen es auch im medialen Bereich, dass man also Diskussionen nicht mehr führt, sondern tatsächlich Druck auf weltanschauliche Gegner, die oft falsch schubladisiert werden, durchgeführt wird, und das ist kein positives Signal, und das nehme ich wahr, dass das zunimmt, dass also das freie Wort im akademischen Bereich tatsächlich gefährdet ist. Dann war noch die letzte Frage offen, was die Politik mit dem Geld gemacht hat, weil ursprünglich hat man gesagt, man braucht jetzt das billige Geld, damit die Regierungen Zeit haben, Reformen zu machen. Jetzt nehmen Sie das Geld, um die nicht reformierten Staaten zu finanzieren. Kann man das so sagen? Ja, das war meine kryptische Anmerkung, dass Politik fast immer sich zyklisch verhält. Und die Prämisse, eine der Prämissen der Geldmengensteuerung der Zentralbanken ist ja, dass Menschen zyklisch sind oder sich zyklisch verhalten. Ich sage, ja, das stimmt. Nur das Problem ist immer, jede Politikbegründung, die bei den Mängeln der Menschen ansetzt, gilt natürlich auch für die Politiker selbst, denn die sind ja auch nur Menschen. Und dann sind wir bei einer Auswahlfrage, nicht, ob das jetzt die besseren oder schlechteren sind. Hayek kam sogar zum Schluss, dass es da Prozesse gibt, die vielleicht schlechtere auswählen könnten. Dann wäre es überhaupt dramatisch. Das will ich jetzt nur in den Raum stellen als mögliche Option. Es gibt sicher auch anständige Politiker, und du weißt das besser. Ja, das ist also die Problematik, und ich halte es, also die Zyklizität der Menschen ist insofern weniger problematisch, weil man doch in der Regel bei Anlageentscheidungen eben selbst drauf zahlt, wenn man einem Hype nachgelaufen ist und das Timing schlecht hingekriegt hat. Politiker, die Zyklizität aber in politische Entscheidungen einfließen lassen, da doch nicht mit eigenem Geld hantieren, kein Skin in the Game haben, wie Taleb sagt, sondern diese Zyklizität natürlich zu einer systemischen machen, und deswegen bin ich da also politisch skeptisch oder nüchtern. Der Vorteil ist, in Österreich haben wir dazu die Geldpolitik nicht gebraucht, wir machen das ja schon länger so. Thomas Uha, bitte aufs Mikrofon warten. Ich wollte die Frage eigentlich nicht stellen, aber wenn man Ihnen jetzt so zuhört, muss man nicht die Frage Zinsen mit der Frage der Währung koppeln, und führt das nicht zu einer Euro-Debatte? Und ich möchte nur auf die Publikation der Agenda verweisen, die ich mir kurz angesehen habe. Ich glaube, mit Taylor-Regeln, oder habt ihr die Zinsen errechnet, mit ganz anderen Zinsen für Österreich als für Italien. Und ist das nicht eigentlich eines unserer Themen oder das Problem, das wir gerade haben? Ja, leider kommt es dazu als Thema. Ja, also es ist nicht grundsätzlich und kausal durch die Geldpolitik hervorgebrachtes Thema, aber das ist eben zusätzliche Heterogenität zeigt zusätzliche Bruchlinien. Das ist also genau das, was ich ein bisschen kryptisch angedeutet habe, und das sieht man natürlich auch in einem heterogenen Raum mit unterschiedlicher Produktivität, unterschiedlichen Mentalitäten, unterschiedlichen politischen Strukturen. Da sehen Sie einfach diese Bruchlinien eher, und das macht das problematisch. Also ich bin kein Euro-Optimist, aber das haben Sie eh schon mitbekommen, denke ich. Und ja, aber weil es ein Zusatzproblem ist. Nur wer es noch nicht gelesen hat, also die Debatte ist jetzt dahingehend, dass Österreich ganz andere Zinsen gebraucht hätte als Italien oder Spanien, also die wirtschaftlich stärkeren Länder, und wie man für diese unterschiedlichen Länder einen gemeinsamen Zins festlegt, dass das Grundproblem im Euro ist, das schwer zu lösen ist. Wir haben noch zwei Fragen. Bitte. Sie haben die Kryptowährungen erwähnt, ja. Also zwei kurze Fragen dazu. Die erste, die jetzt derzeit schwankenden Kryptowährungen, sehen Sie die als eine echte Alternative für die Zukunft? Und falls ja, wie hoch sehen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass dann der Staat legislativ dagegen geht, dass das entweder äußerst unattraktiv oder sogar verboten wird? Ja, es ist eine echte Alternative, aber nicht zum Euro-Raum oder sonst wie. Es ist eine reale Alternative für Menschen. Wofür wird diese Alternative genutzt? Als unkorreliertes Asset. Das heißt also, es gibt tatsächlich großen Anlageerfolg in diesem Asset. Das kann man also nicht wegreden. Das ist auch keine Interpretationsfrage. Es gab kein Asset, eigentlich nicht in der Geschichte, das diese Wertsteigerung gezeigt hat. Das heißt, es hat, also zumindest für einen Zeitraum, hat es das eingelöst. Nicht? Man kann euch immer sagen, ja, natürlich Tulpenblase hoch 10. Ja, aber das ändert nichts daran, dass
da eine Verschiebung von Liquidität stattgefunden hat und es einen Kreis von sehr vermögenden Kryptoinvestoren heute gibt. Und warum sind die Kryptoinvestoren geworden? Aus einer real wahrgenommenen Problematik, dass sie das Vertrauen in andere Assets nicht hatten. Und vielleicht das Timing kriegt man nicht immer hin, aber das ist ein reales Problem, reale Alternative, abgehakt. Ja. Zukunftsaussagen, naja, braucht man die Kristallkugel. Ja. Es ist potenziell eine Alternative zur Unternehmensfinanzierung, aber das ist noch ein bisschen offen. Da hat also diese ICO-Blase hat schon sehr stark Blasenerscheinungen gehabt, die aber verständlich sind. Das sieht man auch in anderen Bereichen. Das Problem ist wieder real. Ja. Hohe Transaktionskosten, künstliche Skaleneffekte bei der Unternehmensfinanzierung, das heißt also letztlich kleine, mittlere Unternehmen, die gerade nach einer Korrektur relevant wären, haben ein Problem, über den institutionellen Weg Geld aufzustellen. Und da hat das funktioniert, das ist ein reales Problem, reale Lösung gewesen. Innovative Unternehmen, die leider real nicht viel vorzuweisen haben bislang, also die Renditen wurden da nicht gefunden, die man in der Welt vermisst, aber es war eine reale Lösung der Unternehmensfinanzierung mit erstaunlichen Volumina für erstaunlich innovative Projekte in der Hinsicht, dass sie nur wenige verstanden haben und das hat ausgereicht und sagen, das ist schon Innovation und das macht das interessant als Kategorie. Aber das Feld ist also sehr, sehr weit und komplex. Ich habe es insbesondere in der Nullzinsfalle nicht, komme ich nicht oder ganz am Rande zu sprechen, aber in Geld her oder es kracht, sind die Kryptowährungen also prominent behandelt. Das ist übrigens, also wenn ich noch eine Empfehlung geben darf, ein ganz knappes, schnell zu lesendes Büchlein, das so im Wesentlichen um die Frage der Zukunftsperspektive, was tut sich, ein bisschen was, was ich heute gesprochen habe, aber auch die Einordnung der Assets in möglichen Szenarien betrachtet und dann auf einer recht praktischen Note endet. Also wenn Sie das interessiert, da ein bisschen nachzuvollziehen, was sind mögliche Szenarien, dann empfehle ich Ihnen dieses erst vor kurzem erschienene Buch im Leikam Verlag, Geld her oder es kracht, lassen Sie nicht vom Titel abschrecken, Titel sollen immer griffig sein und es ist, glaube ich, jetzt keine unseriöse Suada, sondern ich habe versucht, das einigermaßen wertneutral und sachlich darzustellen. Und da gibt es auch 10 Empfehlungen für Anlegerinnen und Anleger, was ja ganz interessant ist. Anlegerinnen, nein, weil sonst kauft es dann keiner mehr, darum haben wir gedacht, dass wir das ausgelassen. Das Gegenderte hat mich jetzt überrascht, aber weil das ist nur die eine Position, ist mir jetzt erst aufgefallen. Was Gegender drin, oder? Ja, die, gut, Anlegerinnen und Anleger, nicht? Also das ist ja sehr, sehr, sehr schlimm, oder? Nein, sehr, sehr positiv, freut uns sehr. Ich danke sehr für den Beitrag, für die Diskussion und darf noch Sie bitten, da zu bleiben. Es gibt noch was zu trinken und zu essen, bezahlt nicht mit Helikoptergeld, sondern mit sehr echtem Geld, auch nicht mit Krypto. Wir haben ja vor Jahren einen halben Bitcoin gespendet bekommen und blöderweise ist der Kollege, der das damals entgegengenommen hat, nicht mehr da und wir haben den Code nicht mehr, weil sonst könnte man locker ein Buffet damit bestreiten. Der hat sich dann abgesetzt mit dem halben Bitcoin. Ja, wahrscheinlich hat er nicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wird wahrscheinlich dann im nächsten Jahr schon sein. Feiern Sie noch ein bisschen mit uns oder bleiben Sie und trinken Sie und reden Sie miteinander. Danke sehr. Danke.